größerer Rastplatz, da halten wir nochmal kurz an. Das finde ich einfach sinnlos. Und ich finde das gut, dass YouTube diese Kommentare schon rausschmeißt. Das hat einfach nichts auf YouTube oder generell. Das hat nichts zu suchen. Ich meine, ich bin zum Beispiel, ich bin auf dich aufmerksam geworden. Ne? Durch ein Dings. Ich habe dich gefragt, hast du nicht mal Lust, in einer Aufnahme dabei zu sein? Du hättest auch Nein sagen können, das wäre mir auch recht gewesen. Du hättest auch sagen können, und ab diesem Parkplatz fährst du mal ein bisschen weiter vorne. Du hättest auch sagen können, klar, wie du es ja gesagt hast, müssen wir halt mal schauen, wegen so und so und so und wieso, ne? Aber ich meine, ich mach doch nicht, beziehungsweise, ich habe ja vorher gesagt, du kannst dich ja vorher mal auf meinen Kanal umgucken. Ich habe dir ja sogar noch die Sache oder beziehungsweise die Chance gegeben, aber ich habe nicht gesagt, ey, guck mal auf meinen Kanal vorbei, vielleicht lässt ihr auch mal einen Follower da. Das ist sinnlos. Warum? Entweder mache ich das von mir aus oder gar nicht. Ja. Und ich habe nie einen Zockerpapa, den habe ich auch kennengelernt. Zockerpapa, der hat jetzt sage und schreibe. Nee, bleib mal da, das sieht geil aus. Oder was hast du vor? Wollte mich rüber auf die andere Seite stellen. Ich wollte nur kurz. Ah, fuck! Eine Viewer, mach du mal, laber mal weiter. Schnell, 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 schnell. Ach so, ja, Zockerpapa zum Beispiel, den habe ich kennengelernt. Da hat er der 10 Abonnenten. Ach fuck, jetzt mache ich hier schon Falschfotos. Der hatte 10 Abonnenten und man glaubt es kaum. Trotz dass der nur 10 Abonnenten hatte, hat der jetzt 400 noch was. Und ich kenne einen, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil ich glaube, weiß, der Typ guckt auch. Achso, wir können weiterfahren, meinetwegen, wenn du Zeit hast. Ich nicht. Achso. Dann sag Bescheid, wenn du Zeit hast. Ich habe einen Typ, den ich kenne auf YouTube und der hat es sich natürlich ganz schlau gemacht. Er 800 Abonnenten gehabt oder 700, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Kennengelernt durch Zockerpapa. Oder nee, gar nicht. Ich weiß, durch wen er kennengelernt hat. Oder wer ihn kennengelernt hat. Und ich möchte jetzt halt keine Namen nennen, weil sonst wissen die Personen meist schon. Ja, du fährst sowieso vor. Sonst wissen die Personen sowieso schon, wen ich meine. Jedenfalls geht es halt darum, er hat halt. Oder ich spreche generell schon keine Namen an. Ich finde das schwachsinnig. Warum soll ich den Namen annehmen? Die Leute soll jeder sein eigenes Senf dazu geben. Das ist halt nur meine Sicht. Kennengelernt. Wow! Hat gerade einen Lecker, ne? Ja. Direkt bei mir. Kann das sein, dass wir kurz vor. Ja, wir sind auch genau an der letzten Raststätte vor Vor Amsterdam. Amsterdam, ja. Ich fahre 50, weil sonst lag das bei mir Ja, sowieso ich gleich. war auch nur 50. Hier ist sowieso gleich nur 50 erlaubt. Jedenfalls hat er halt nur 800 Abonnenten gehabt und dann Oh, ging es. Standbild, Standbild. Alter, bleib schön weit weg. Ich habe auch Standbild. Was ist? Erzähl, ich will mitlachen. Ich hab Standbild und der andere pratzt voll in mir rein. Geil. Das ist traurig für den. Okay, weiter geht's. Jedenfalls hat er halt den angeschrieben und sowas, hat halt versucht gehabt, immer mehr zu machen, hast nicht gesehen, pipapo. Und hat sich richtig in den reingeschmort, versucht jeden Tag mit den Videos aufzunehmen. Warum hast du jetzt gehupt? Und Vorwarnung. hat immer versucht, Videos aufzunehmen und hast nicht gesehen, pipapo. Und Pipapo? dann ging er halt auf einmal so weit, dass er dann so viel Videos aufgenommen hat, aber nur an seine Abonnenten interessiert war. Ey, ohne Scheiß, da hätte ich ihn links, rechts angeben können dafür. Ja, Jetzt hat glaube er, ich. ja, pass auf, jetzt hat er über 1000 Abonnenten und meldete sich auf einmal nie wieder bei ihm. Jetzt hat er nämlich einen anderen YouTuber, der Na toll. 8, aber weniger Abonnenten hat. Ne? Jetzt pusht er sich da hoch und nimmt mit den zigtausend von Videos auf. Der Ja, hat auch immer das ist gesagt nix. gehabt, der hat zum Beispiel auch immer gesagt gehabt, der hasst ETS. Er Rest hasst. up, Ja, please. ich weiß.
Ich muss ja immer noch zur gleichen Firma wie du. Verdammt. Der hatte halt diese, der hatte halt immer gesagt, er hasst ETS und schwupps, ich gehe eines Tages mal auf seinen Kanal, einfach mal gucken und was findest du? Ein ETS-Video. Ich sag, das kann doch nicht sein, oder? Dann hat er mich letzte Multiplayer mal gefunden. Zufälligerweise sind wir beide, wir hatten gerade eine Aufnahme und zufälligerweise er auch und wir sind in der gleichen Stadt reingefahren. Hättest du auch mal ein bisschen weiter links rüberfahren können. Nö. Der Rechtsbieger da kommt, aber ich stehe auch voll Mach ich mittig. Real Life auch nicht. Warum soll ich das hier machen? Jedenfalls schrieb er mich dann an. Hey, Mega? Fragezeichen? Ja, Ausrufezeichen? Weißt du, wer ich bin? Ja, schon, aber ich habe keine Zeit für dich. Schrieb er mich an, war ich auf sein. War ich dann ein paar Tage später mal auf sein TS3 drauf, schrieb er mich an, sagt er zu mir, was sollte der Scheiß letzt? Ich sag, was für ein Scheiß? Ja, warum hast du so getan, als würden wir uns nicht kennen? Ich sage, warum soll ich mich bei Leuten melden oder warum soll ich so tun, als würde ich mit Leuten einen guten Kontakt haben wollen, wenn die sich nicht mal in der Lage sind, bei mir selbst zu melden? Alles, was er als Projekt gemacht hat, weil ich kleiner war als er, hat er mich nie gefragt. Okay. Nie. Nie. Ich war komplett ein Furz für ihn. Super. Und das, warum soll ich mich dann bei Leuten melden? Ja, Jedenfalls, klar. wir lesen hier mal weiter. Ah ja, also mit Steven, ja, mit Jan Sommer und sowas. Okay. Ja. Ja, ich lese hier nur gerade. Der Doma hat geschrieben gehabt, er hat, er kennt die Brille, aber er hat noch nie einen YouTuber damit gesehen. Da müssen wir mal gucken. Ich Guck, der habe. ist die Steven irgendwas, glaube ich. Ich habe den Ja. Namen ja gefollowt. Ja, ihr müsst mal bei mir und Lexana oder bei Lexana jetzt am besten da mal bei den DNR-Folgen gucken. Und da heißt, der heißt, glaube ich, Steven, auch Steven irgendwas. Das ist ein Engländer. Das ist, ich glaube, der einzigste Amerikaner, den wir folgen. Also ich jedenfalls. Ich folge auch nur wen. Ah, wir machen hier nochmal ein. Ne, hier nicht. Hier ist hässlich. Okay, der Fortson aus meinem Stream ist irgendwo bei uns in der Nähe. Oh. Der ist 49, jetzt nur noch 40 Meter von uns weg. Wer? Fortson. Guck auf die Liste. Fortson, die Nummer 789. Ja, Fortson. Tatsache. Das ist der, der hinter uns die ganze Zeit fährt. Er fährt schon eine Was? ganze Weile hinter uns. Den. Hallo, Frau Antje, herzlich willkommen in YouTube. Der ist vorhin schon vor uns gefahren, hinter uns gefahren, als wir die Abfahrt genommen haben. So, Das ist ein schlauer Bursch, das ne? sagt er jetzt erst. Ach du Scheiße, ich muss den Preis hier aufschreiben. Nee. Wo waren wir jetzt nochmal stehen geblieben? Hallo Frauchen von Dirk. Genau. Genau. Also ich bin da. Ja, ich Wo muss. seid ihr? Wo seid Ich ihr? habe nur gerade eben Fähre aufgeschrieben. Achso. Wo waren wir jetzt nochmal stehen geblieben? Bei was für Dings? Achso, bei der Brille. Wie gesagt, einfach da mal vorbei schon bei Dirk, da, bei dem Follower. Das ist echt, das ist ein lustiges Ding. Fahr vor, Dirk. Das ist ein lustiges Warum? Ding. Muss man mal ehrlich sagen. Ah, das ist ja Fortson. Hast du auch eine Fahrt nach Aberdeen? Ja, das kann er dir jetzt ja nicht sagen. Denkt zwar doch, er kann es bei mir schreiben. Denk dran, So, links fahren, ne? Steht hier sogar. ja. Left drive, please, left drive. Now we drive left. This is another right. Left, this is another right. Ja, aber ich finde das cool, dass wir uns so, sag ich mal, gesucht und gefunden haben. Gegenseitig über die Füße gefallen. Nee, aber ich find das ehrlich cool, dass man. Ich meine, wir verstehen das auch komischerweise wie Faust auf Auge, ne? Ja. Keiner wollte uns haben, wir hatten uns gleich. Ja. Deswegen, ne, weil ich dich liebe. Genau, also für die Viewer.
unten Laufschrift, dieses weil ich liebe, Kopf von Mega. Ne? Also meine Frau steht hinten dran, das ist die Antje, liebt mich zwar auch, aber das mit dem kommt eher. Und ich sag gleich, ich habe keine Schläge von meinem Frauchen gekriegt, weil das da steht. Sie hat gelacht. Weil sie kennt ihn ja mittlerweile auch schon. Ja, fährt nach Edinburgh. Dann lass ihn mal vorfahren, weil wenn er nach Edinburgh fährt, dann kann er nämlich, Edinburgh ist, glaube ich, unter Aberdeen, blinkt mal links, ist er unter Aberdeen und dann kann er vorfahren und dann fahren wir ihn hinterher und dann fährt er uns nach Aberdeen hinterher. Genau, ja. Also fort vor. Fort vor. Wo ist er denn? Weiß ich nicht, nicht hinter mir. Oder er hörte gerade noch das, was wir machen. Ah, da hinten kommt er. Ach, ich wundere mich, warum mein, warum mein Motor die ganze Zeit ausgeht. Ich habe Notengang drin. Ich habe 9. Gang drin. Alter, bleib auf deiner Seite mit deinem dreckigen Bagger, du Vogel, du. Hau dir auf die Fresse, du. Ist er gerade, ach so. Fort vor. Fort vor, noch ein Tor. Lexi hinterher. Aber nicht so schnell. Wir fahren, wie gesagt, wenn du den Stream angeguckt hast, auf der Landstraße 60. Brauchst du sich vielleicht stehen bleiben? Fahr! Fahr! Rechts ist Gas! Selbst in England ist rechts Gas! Komm! Du musst nur links fahren! Ja, rechts Gas geben! Links fahren, rechts Gas geben! Fort, du bist Leader! Wir fahren nach Edinburgh! Bringen deine Fracht dahin und dann fahren wir weiter nach Aberdeen! Komm, lass rollen! Du bist Chef, dein Konvoi! Du sollst dich in der Kurve stellen, du sollst losfahren! Gib Gas! Denk doch an den 30 Sekunden Delay. Lass doch den jungen Mann erstmal hören, was wir sagen. Guck, der rollt doch schon, ist alles gut. 30 Sekunden. Ich will nicht wissen, wie alt er ist. Da braucht das dann nochmal 30 Minuten mehr. Also er hat auf jeden Fall schon mal einen Führerschein. Ja, ich auch, ich fahr auch LKW. Nein, in Eschen, der fährt doch. Fiesta ST war das, glaube ich. Ich glaube, Fiesta ST. Denk dran, Landstraße 60, ne? Ich habe 56 bei mir auf dem Tempomat. Ja, mach 60 rein. Kann schon wieder stehen. Wow! Fahren wir nicht hinten drauf. Ich schreibe mal hier gerade schnell fort im Chat, dass er es zufällig hat. Du fährst vor nach Eber. Ich glaube, an Aberdeen. Edinburgh. 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 Warum schreibst du Edinburgh? Hab das doofe Gefühl. Was? Hier sind Falschfahrer unterwegs. Der sagt, er schreibt gerade im Stream, er fährt schon auf der Autobahn. Im Stream fährt er jetzt erst los. Also vor, du fährst vor auf jeden Fall. Das ist deine Baustelle. Hallo, das ist England. Ich hoffe, das weiß der. Nein, nicht. Nö, ich weich ja, auch nicht aus. Krise oder so ein Kack. Und der Antepli? Auch nicht besser. Hört zusammen die zwei. Ach, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg, ja. Husch, weg ist er. Ja, dann fahr ich jetzt. Aufgebaut. Ja, warum hier ein Stau gerade war? Wegen uns. Ja, komm, mir gar nicht stehen bleiben. Das nee, doch. Ich hab geschrieben. Oder hast du jemanden? Ist schon ein Engländer oder ein Amerikaner und weiß noch nicht mal, dass in England Lebensfahrgebot ist. Ach, kein Kommentar, ehrlich, ey, ohne Spaß. In England kann ich mich sowieso immer aufregen, weil hier kommen dir echt viele Falschfahrer entgegen. Die Kurve habe ich aber. Ah.
ist natürlich jetzt so ein Problem.